Vorletzte Woche hatten wir hier eine Begegnung mit einer jungen Dame, die sich in unserer neuen Sendung Caroline, eine Sendung, in der man anrufen kann und von seinen Problemen berichten kann, an Caroline Kebekus gewendet hat mit einem Problem. Wir zeigen mal einen ganz kurzen Ausschnitt aus dieser vorletzten Sendung. Ich bin Sabine, ich bin 20 und ich habe hab so eine Art Geburtsfehler. Okay. Ich hab drei Arme. Nicht lustig, das ist schlimm. Nein, ich hatte auch echt eine sehr schwere Kindheit. Und, warte mal, der ist auch immer so interessiert, ne? Ja. Und, ich meine, ja. Und wo ist die, der dritte Arm? Also der wächst mir so aus dem Rücken raus. Sabine wurde mit einer, wie soll ich sagen, besonderen Ausstattung geboren. Sabine hat drei Arme. Und wie wir kürzlich erfahren mussten, ist Sabine leider von uns gegangen. Wir widmen ihr deshalb diesen Nachruf. Sabine Baumann ist von uns gegangen. Sie war eine lebensfrohe Person mit einem einzigartigen Schicksal. Sabine Baumann hatte drei Arme. Aufgewachsen in armen Verhältnissen, merkte sie bald, dass sie anders war als andere Kinder. Schon als junge Frau beschloss sie, ein Buch über ihr Schicksal zu schreiben. Es trägt den Titel »Eine Hand wäscht die andere, wäscht die andere, wäscht die andere«. Neben der Musik waren sportliche Aktivitäten die große Leidenschaft von Sabine. Egal ob Liegestütze, Boxen oder eine ausgiebige Partie Federball. Sabine hatte einfach drei Händchen für Sport. Beruflich war Sabine ein wahres Multitasking-Talent. Ihre Aufgaben als Bürokauffrau erledigte sie stets gewissenhaft. Auch privat war sie stets gut gelaunt und immer aktiv. Kinobesuche mit Freunden gehörten genauso zu ihren Lieblingsbeschäftigungen wie lustige Partyspiele. Bis zu ihrem Tod hat sie kein Schere-Stein-Papier-Spiel verloren. Ihre künstlerische Ader konnte Sabine beim Schattenspiel ausleben. Diese Woche dann der Schock. Wie wir aus dritter Hand erfahren haben, erlitt Sabine einen tödlichen Arbeitsunfall. Es war ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, der Sabine von uns riss. Sabine Baumann, wir werden dich vermissen.